Moin Leute, Muizi hier. Im heutigen News-Video sprechen wir über den Heirloom Recolor für diese Season und ein Upgrade für Prestige-Skins. Und als erstes sprechen wir über den Heirloom Recolor für diese Season. Bislang wurde ja vermutet, dass wir diese Season entweder einen Recolor für das Erbstück von Octane oder von Crypto bekommen, da diese beiden Erbstücke halt in den Dateien sind. Nun gab es jedoch einen neuen Leak von Torden Smash, der besagt, dass wir diese Season keines dieser beiden Recolor bekommen, sondern einen Recolor für das Erbstück von Bloodhound. Und da Torden eine Insider-Quelle hat, ist dieser League eigentlich komplett verlässlich und zu 100% sicher. Aktuell ist aber noch nicht ganz bekannt, wann uns dieser Recolor erwarten wird, aber vermutlich soll er mit dem Black Army Event kommen. Dieses Event wird Anfang Januar starten und in diesem gibt es Skins, die eine Art Lava- oder Magma-Design haben und es wird vermutet, dass der Recolor vom Bloodhound-Erbstück sehr ähnlich aussehen wird. Es gibt auch schon ein Konzept dazu, wie es letztlich denn dann aussehen könnte. Was daran noch etwas fragwürdig ist, ist der Punkt, dass für das Black Army Event bislang das Erbstück für Newcastle erwartet wurde. Dementsprechend ist es sehr fragwürdig, wann wir diese Season was genau bekommen werden, aber es scheint so oder so auf jeden Fall safe zu sein, dass es der Bloodhound-Erbstück-Recolor werden wird. Als nächstes Thema für heute sprechen wir über ein weiteres Upgrade für Prestige-Skins und in diesem Fall dem Lower Prestige-Skin. Und zwar werden wir mit dem Bundle für den Lower Prestige-Skin eine weitere Sache bekommen und zwar ein Musikpack. Dieses Musikpack enthält selbstverständlich die verschiedensten Sounds, welche sich je nachdem, ob man zum Beispiel in der Lobby, im Landungsschiff oder im Champion Screen ist unterscheiden und ich möchte euch die verschiedenen Sounds jetzt natürlich auch einmal zeigen. An sich ist das Musikpack, finde ich, ganz cool und da wir es für den Prestige-Skin für Loba zum ersten Mal bekommen, können wir davon ausgehen, dass wir es bei jedem weiteren zukünftigen Prestige-Skin auch bekommen werden. Dass wir es für alte Prestige-Skins ebenso bekommen, wage ich noch ziemlich stark zu bezweifeln, denn wir sollten ja eigentlich auch schon vor einigen Seasons Flugspuren für die älteren Prestige-Skins bekommen, aber da haben wir bis heute immer noch nichts bekommen. Aber gut, das waren soweit auch alle News für heute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es der Fall war, lasst auf jeden Fall gerne noch eine Bewertung oder Feedback in den Kommentaren da und schreibt mir auf jeden Fall auch mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass Prestige-Skins jetzt Musikpacks bekommen. Aber gut, ich bedanke mich soweit fürs Zuende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.